Ja, hallo liebe Freunde und herzlich willkommen hier zu einer neuen Folge von Let's Build Hogwarts mit mir, dem Ducky LP. Genau. Ja, Leute, wir haben letzte Folge sehr, sehr viele Nethersteine gesammelt. Und das war auch wichtig, denn ich brauche die ja noch für die Dächer. Ihr habt ja in der letzten Woche gesehen, dass wir noch einige Nethersteine für Dächer verbrauchen müssen. Und äh, deswegen habe ich letzte Folge mal gesagt, so, ja, kommt, jetzt sammeln wir erstmal ordentlich Netherziegel. Und wie ihr seht, habe ich auch einige einsammeln können, die ich jetzt auch an dieser Stelle mal direkt mitnehme. Denn ich glaube, der ein oder andere wird jetzt schon ahnen... Was der komische Dagi dum in dieser Folge von Let's Build Hogwarts so hat. Ja, wird auf jeden Fall sehr nice. Ich glaube, ich nehme auch noch ein Crafting Table mit. Und eventuell wäre es auch nicht so verkehrt, ähm, ja, mich bald wieder um, 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 sach schnell, kommt schon, wie heißt es, äh, Diamanten zu kümmern. Diamanten, genau, das war das Wort, was mir gerade gefehlt hat. Denn das Problem ist, wir haben nur noch zwei. Zwei richtige Diamanten und eine Diamantspitzhacke. Das bedeutet wiederum, dass wir sehr wahrscheinlich jetzt ja nicht mehr länger so damit auskommen. Also wir hatten ja über zwei Stecken Diamanten, muss man jetzt mal so sagen. Ähm. Mit diesen Diamanten sind wir, glaube ich, zwei oder drei Staffeln zurechtgekommen. Auf jeden Fall sehr lang. Ich kann mich nicht mehr daran erinnern, wann wir das letzte Mal Diamanten gefarmt haben. Aber ja, jetzt ist es tatsächlich der Zeitpunkt angekommen. Und da ist ja noch ein Crafting Table. Upsala. Ähm, jetzt ist es halt tatsächlich der Zeitpunkt angekommen, wo ich wieder neue Diamanten farmen muss. Und das werde ich auf jeden Fall nicht in den Folgen machen, Leute. Das werden wir auf jeden Fall in den Livestreams machen. Wann aber ich das mache, das weiß ich noch nicht so genau. Werdet ihr dann ja mitverfolgen. So, wir werden jetzt erstmal hier das Dach. Weiter vorziehen und fertig machen, weil ich finde, dass das auf jeden Fall Priorität genießt, weil am Ende ist das auch ein sehr markantes. Stückchen von Hogwarts, aber wir dürfen auch nicht vergessen, noch Nether-Ziegel aufzuheben für das ganz kleine Stück, was da hinten beim Dach noch fertig gebaut werden muss. Denn äh, ja, da fehlt auch noch ein bisschen was und das würde ich gerne auch noch schaffen. Aber ob die Nessersteine für beide Aufgaben reichen, das weiß ich nicht. Denn ich zähle den Scheiß nicht ab, Leute. Das wäre ja Planung und Planung in LBH. Nee, so weit kommt's noch, Leute. So weit kommt's noch, ey. Wahnsinn. Äh, ja, ich habe heute einen etwas ungewöhnlichen Kommentar, muss ich euch sagen. Ähm, ein Kommentar, der nicht von YouTube, sondern von Twitter stammt. Und eigentlich war es auch gar nicht ein Vorschlag für Lbh. Aber ich habe die Frage gelesen und dachte mir, ja im Grunde hat die Person recht und eigentlich wäre es mal ein optimales Thema für eine Lbh-Folge, weil ich da noch gar nicht so wirklich drüber geredet habe, glaube ich. Und wenn dann nur so random nebenbei, aber nicht so wirklich thematisch in einer Folge. Und deswegen würde ich das jetzt an dieser Stelle gerne einmal nachholen und blende euch an dieser Stelle deswegen mal den heutigen Kommentar ein, der auch das Thema so ein bisschen vorgibt. Und zwar kommt dieser von dem lieben Fioto von Twitter mit einem Tadeus-PB. Finde ich toll. Er hat auf jeden Fall geschrieben: äh, kein Hashtag für Thema LBH. Wieso gibt es kein Video von dir zu dem geliebten Harry Potter RPG? Eine interessante Frage. Ähm, und ich habe eigentlich auf Twitter geantwortet, ja, dass ich das deswegen nicht mache, weil Warner Bros. ja sehr explizit gegen diesen Leak äh, vorgegangen ist. Sie haben ja diesen Leak komplett gesperrt, haben auch direkt die Kanäle, die diese hochgeladen haben, gestrikt. Also sie sind ja richtig brachial dagegen vorgegangen und deswegen hatte ich Angst da irgendwie Content zuzubringen, weil ich dachte, ja, ich bin auf Warner angewiesen, das sind ja quasi so meine Chefs, um mal das so zu formulieren und da mache ich mich besser nicht unbeliebt und deswegen habe ich die ganze Zeit auch kein richtiges Video drüber gemacht und ähm ja, aber die Leute haben dann auf Twitter darunter geschrieben und das äh, habe ich dann später auch eingesehen. Das stimmt auch. Äh, es ist ja eigentlich nicht so schlimm, solange ich die geleakten Szenen nicht zeige und da nur eine Diskussionsfolge draus mache. Und welches Format eignet sich für eine Diskussion am besten? Genau. Let's Build Hogwarts mit mir, dem Ducky LP. Toll, genau. Und deswegen, Leute, werde ich heute mal so ein bisschen mit euch über diesen Leak sprechen, über dieses RPG-Spiel. Und äh, bin, bin sehr auf eure Meinung gespannt, Leute, auf jeden Fall. Weil, ja, dieser Leak war wow. Einfach nur wow. Ich kann erstmal nur wow sagen und äh, das sollte auf jeden Fall meine Meinung darüber schon klar und deutlich machen. Aber ich möchte natürlich so ein bisschen drauf eingehen, warum ich das so geil fand. Und äh, ja, möchte gerne auch mal eure Meinung erfragen. Deswegen, wenn ihr da eine andere Meinung habt als ich, dann schreibt diese auch gerne in die Kommentare und lasst uns da mal so ein bisschen fachsimpeln. Weil dieses Spiel hat definitiv Potenzial. Und das könnten wir jetzt in so einer Themenfolge ziemlich gut auseinanderpflücken. So, worum geht es eigentlich ganz genau? Weil ich glaube, auch manche von euch werden eventuell gar nichts davon mitbekommen haben, weil es ja auch sehr ja intern stattgefunden hat. Ich glaube, krasse Potterheads, die haben es mitbekommen. Ich habe es auch auf Twitter gepostet, äh, ganz schnell, weil das Video war auch nur so ein paar Stunden online und wurde dann von Warner, wie gesagt, komplett weggestrikt. Aber viele haben es dann noch sehen können. Und es ging sich da um einen von einem Fernseher abgefilmten Teaser-Trailer, zu einem Harry Potter Spiel und zwar nicht zu irgendeinem Harry Potter Spiel, sondern zu einem RPG oder MMORPG, ein Computerspiel, also kein Handy Game, sondern ein richtiges Computerspiel, wo man quasi frei in der Welt rumlaufen kann, zaubern kann und das alles basierend auf dem Harry Potter Franchise oder auf dem Harry Potter Fandom, weil man hat im Bildschirm oben diverse Zaubersprüche wie Lumos oder ähm äh ja, Reparo gesehen, zum Beispiel, glaube ich, war da auch drauf. Und also wird dieses Spiel sich auf jeden Fall im Harry Potter-Fandom bewegen, weil sonst dürften sie rein rechtlich ja diese Zaubersprüche nicht verwenden. Und dieses Spiel, Leute, sah grafisch einfach nur ungemein geil aus. Es war eine absolute Augenweide. Es war. Mega, mega gut gelungen. Es hatte eine mega geile Grafik. Es sah einfach nur von vorne bis hinten absolut episch aus. Und ganz ehrlich, Leute, um mal so ein bisschen zu verdeutlichen, wie geil dieser Leak war. Ich würde mich mehr auf diese Veröffentlichung freuen als auf Wizards Unite und Hogwarts Mystery zusammen, weil ja, es ist, glaube ich, genau diese Art von RPG oder MMORPG, die wir uns alle immer gewünscht haben. Ich glaube, dieser MMORPG-Wunsch, der ist definitiv einer der größten Wünsche der Potterhead-Gemeinde. Und ich glaube, das weiß auch Warner. Warum glaube ich, dass sie das wissen? Ganz einfach, weil ähm, Wizards Unite ja auch ganz stark dieses Argument in den Vorderraum drückt. Dass dieses Spiel so sehr viele RPG- oder MMORPG-Elemente in sich birgt. Und ich glaube, das haben sie vor allem deshalb gemacht, weil sie gehört haben: ey, unsere Fans, die finden RPGs und MMORPGs richtig geil. Lasst uns das noch irgendwie mit in dieses Spiel packen, damit wir da zumindest schon mal so ein bisschen ihre Wünsche befriedigen können. Aber ich glaube, dass es zu diesem ganzen Thema auch noch ein richtiges Computerspiel geben wird, wo man sich dann auch richtig reinsteigern kann. Das Ding ist halt, nur und da verstehe ich Warner Brothers auch einigermaßen. Es würde, glaube ich, nicht so viel Sinn machen, ähm, dieses Spiel jetzt in naher Zukunft zu releasen, weil dieses Spielprinzip würde sich mit dem Spielprinzip von Harry Potter Go richtig beißen. Weil bei dem einen Spiel müsste man draußen rumlaufen und bei dem anderen Spiel müsste man drinnen vom Computer sitzen. Man kann nicht beides gleichzeitig machen. Also warum sollen sie sich gegenseitig die Kundschaft stehlen, obwohl sie beide für dasselbe Label arbeiten, mehr oder weniger, wenn sie das doch auch ein bisschen versetzt machen können und dann quasi so jeder seinen eigenen Hype hat ist ja wesentlich schlauer und deswegen kann ich gut verstehen, dass dieses Spiel wahrscheinlich jetzt erstmal nicht rauskommen wird. Ich könnte mir aber durchaus vorstellen, dass dieses Spiel kommen würde oder kommen wird, wenn Fantastic Beast 3 in den Startlöchern steht. Weil meistens ist es so, wenn ein neuer Harry Potter-Film oder ein Film aus der Wizarding World kommt, wird das Ganze natürlich äh, ordentlich gehypt und dieser Hype wird auch unterstützt zum Beispiel durch Computerspiele, durch... Äh, ja, keine Ahnung. Durch verschiedenste Sachen. Zuletzt ja gesehen bei Hogwarts Mystery, bei Fantastic Beast 2. Und ähm, ja, jetzt in der Zwischenzeit zwischen Teil 2 und äh, Teil 3 kommt jetzt natürlich noch Wizards Unite. Wahrscheinlich, um den Hype nochmal so quasi am Leben zu erhalten oder zu stillen oder wie auch immer man das sehen möchte. Und wenn dann Fantastic Beasts 3 kommt oder vielleicht auch kurz danach oder vielleicht auch kurz davor. Ich weiß es nicht genau. Kann ich auch noch natürlich nicht wissen. Äh, wird dann sehr wahrscheinlich noch äh, dieses... RPG oder MMORPG kommen. Moment, Zeitumkehrer, ahoi. So, wunderbar. Und ja, also, ich glaube, man hat auch schon meine Ansicht rausgehört. Glaube ich, dass dieses Spiel wirklich kommt oder ob das ein echter, geleakter Trailer war? Ich glaube ja. Ich glaube, es war definitiv ein echter, geleakter Trailer, weil, ähm, so gut kann man's gar nicht faken. Also, ich glaube schon, dass viele Leute sowas faken würden, um einfach nur ja, keine Ahnung, viral zu gehen oder um da irgendwie Leute auf eine falsche Fährte zu locken, aber so unnormal gut, wie das Spiel aussah, kann ich mir überhaupt nicht vorstellen, dass das ein Fake League war. Also auf gar keinen Fall, also auf gar keinen Fall kann ich nicht sagen, weil sonst müsste ich es ja 100% wissen, aber äh, das Spiel sah einfach nur unglaublich geil aus. Es sah unglaublich geil aus. Und wenn das wirklich jemand faken würde, dann müsste er sich da wirklich Wochen bis Monate bis. Ja, auf jeden Fall Monate dran setzen, um das eigentlich nur zu animieren. Und das, diese Mühe würde sich wahrscheinlich keiner geben, vor allem weil das ja auch von einem Fernseher abgefilmt wurde und nicht mal so richtig gezeigt wurde. Das war also jemand hat mit einer normalen Kamera von einem Fernsehdisplay oder von einem Computerdisplay diesen Teaser abgefilmt und das dann hochgeladen. Also wenn sich jemand wirklich so viel Mühe gegeben hätte, diesen Teaser eben so zu äh, designen und zu faken, dann hätte er den wahrscheinlich auch so normal hochgeladen. Oder vielleicht hat er es auch extra so gemacht, damit wir den Anschein bekommen, dass es echt ist. Aber glaube ich nicht, Leute. Ich glaube, jeder, der den Leak gesehen hat, wird, äh, denke ich, meiner Meinung sein, dass es zu gut war für ein Fake. Und ich hoffe auch sehr, dass es kein Fake war, weil es war so gut, dass ich dem Ganzen schon irgendwie so ein ganz kleines bisschen entgegenhype. Aber auch nur ein ganz, ganz kleines bisschen. Ich glaube, der Hype wird erst richtig explodieren, wenn das Ganze offiziell gemacht wird von Warner. Aber ich glaube, da müssen wir uns dann nochmal ein bisschen gedulden, weil. Ja, meine Prognose geht so Richtung Fantastic Beast 3 raus, aber ganz sicher bin ich mir da natürlich auch nicht. Ja, ähm, worum könnte es in dem Spiel gehen? Ist vielleicht auch noch mal so ein Themenzweig, den man da noch mal näher beleuchten könnte. Ich glaube ja schon, dass es in diesem Spiel darum geht, dass man einen Zauberer oder eine Hexe eben hat und äh, mit dem irgendein magisches Abenteuer erlebt. Also, dass man irgendwie eine Aufgabe bekommt oder eine Geschichte hat und äh, muss da irgendwas bewerkstelligen, was auch immer das ist. Das weiß ich natürlich auch nicht. Aber irgendwas muss man dann halt bewerkstelligen und muss sich dann in der magischen Welt umherbewegen. Und man hat zum Beispiel in dem League gesehen, dass man in in irgendwelchen unterirdischen Katakomben war, dass man in irgendwelchen Landschaften war und wirklich mit einer bombastischen Grafik mit ähm, Trollen als Gegner und äh, also wirklich der absolute Oberwahnsinn, Leute. Und ich hoffe, also wenn das ein MMO-RPG wird, Leute, ich werde der größte Junkie des Spiels überhaupt. Ihr werdet da so ein heftiges Let's Play von bekommen. Also, holy shit, Leute. Das wäre so mega. Vor allem, weil das auch so ein Endlos-Projekt wäre, weil ein MMO-RPG. Geht in der Regel sehr lange und kann eigentlich nicht so richtig durchgespielt werden. Und dementsprechend anders als bei zum Beispiel Harry Potter und die Heiligtümer des Todes Part 2, wo ich nur 9 Parts bringen konnte, wird es da wahrscheinlich wieder auf über 100 Parts hinauslaufen. Also, geil wäre es auf jeden Fall. Und ich wäre auf jeden Fall dabei und begeistert. Aber Leute, schreibt mir gerne mal in die Kommentare, glaubt ihr, dass dieses Spiel kommen wird? Oder denkt ihr, nee, das war einfach nur ein gut gefakter. Fake, dann äh, ja, lasst mir eure Meinung mal in den Kommentaren da. Das würde mich definitiv sehr jucken und äh, ja, mal gucken. Ich werde auf jeden Fall auf dem i oben auch noch eine Abstimmung packen. Also wenn ich es nicht vergesse, heißt das, damit ihr auch mal seht, wieso die allgemeine Meinung dazu ist, ob dieses Spiel wirklich kommt oder ob die meisten glauben, dass es nicht kommt. Ne, ist ja auch spannend, mal die anderen Meinungen dazu hören. So, wir machen uns jetzt noch mal schnell ein paar Treppen. Mehr geht leider nicht. Circa anderthalb Stacken. ich glaube, das, also es wird nicht reichen, aber wir können ja gleich noch mal ein paar Nässe, steine holen und die dann verwandeln. Aber das Schöne ist, es reicht auf jeden Fall 100% hier für das ganze Dach. Und eventuell reicht es ja dann sogar wirklich noch für das zweite Gebäude. Dann hätten wir in dieser Folge wirklich viel geschafft. Was ich toll finde. Weil ich damit nicht gerechnet hätte. Toll. Bitte einmal einen Daumen nach oben da lassen. Dankeschön, Leute. Ey, das war voll freundlich, falls ihr das jetzt wirklich gemacht habt. Aber ich glaube, das haben jetzt nicht alle gemacht. Aber manche vielleicht. Weiß ich nicht. So, wir holen uns jetzt nochmal schnell ein paar Nessersteine damit ich das fertig kriege. Und wir fliegen vielleicht nochmal kurz hier vorbei, weil dann können wir nochmal kurz einen Eindruck äh, gewinnen, ob das Ganze jetzt in dieser Folge noch machbar ist. Und ja, das ist definitiv machbar, Leute. Da fehlt ja nur noch ein ganz kleines bisschen. Wow. Ja, also, das ist tatsächlich möglich. Wir haben anscheinend wirklich genug gesammelt, um die beiden Dächer fertig zu kriegen. Und das sind meines Wissens nach... Auch die letzten beiden Dächer, die so wirklich gebaut werden müssen. Ähm, ich würde mich natürlich danach nochmal erkundigen, aber ich glaube schon. Ich glaube schon. So, näsersteine haben wir hier noch. Nice, das reicht auf jeden Fall. So, und da haben wir auch noch welche. Also, Leute, nix Problem. Nix Problem ist das. Das machen wir voll locker. Mal eben so, ne? Aber ich mache mir schnell nochmal ein paar Treppen daraus, aber nicht zu viele, weil sonst. Äh, ja, haben wir nachher wieder unendlich Treppen, aber können sie nicht alle gebrauchen. So. Gut, zwei Stecken sollten für den Anfang reichen, denke ich. Und dann geht's wieder nach oben. Hallo Jelle, was geht bei dir? Bleib doch stehen, ich rede mit dir. Glaubst du, Kiara Linchen wird jemals mit mir ausgehen wollen? Boah, Jelle, das weiß ich nicht, ey. Du. Das kann ich dir leider so nicht sagen. Da musst du sie persönlich fragen. Ja, such sie. Die ist bestimmt hier irgendwo unterwegs. Ciao, Jelle. Ja, immer diese komischen Leute, die mit mir reden wollen, ey. So, dann einmal nach oben. Falls sich jemand von euch wundern sollte, warum ich keinen Shader habe. Äh, ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht, Leute. Das ist meine Erklärung. Wenn ihr die doof findet, seid ihr sel selber doof. So. An ganz einfach, Leute. <laughs> oh Mann, ich mache mir Freunde hier. So, dann einmal die Treppen ins Hauptinventar. Und dann müssen wir jetzt hier einmal die schöne Strecke langlaufen. Ist zum Glück eine relativ einfache Aufgabe, aber Roven würde sie trotzdem nicht hinbekommen. Aber Dagi -Dum ist gerade schlau genug, um das hinzukriegen. Ja, gut, Ben würde es auch nicht hinbekommen. Ja, eindeutig. Aber ich glaube, da sind wir uns einig, Leute, oder? Und nein, die Treppen reichen nicht. Aber damit habe ich wieder mein unglaubliches Schätzpotenzial bewiesen, was wie immer seinesgleichen sucht. Ja, Daniel, du bist echt der Beste, was das anbelangt. So. Ja, ich denke mal noch so zwei Stecken danach. Dann sollte das reichen. Ja, zwei Stecken sollten passen. So, Treppen haben wir jetzt gar keine mehr. Ich nehme jetzt aber mal das Ding hier. Pack das da hin. So, und dann machen wir uns nochmal so zwei Stecken. Aus drei Stecken Steinen. Ey, das ist so eine Verschwendung. So. Geht's jetzt weiter im Text. Ich hoffe, dass das Dach wirklich am Ende auch so gut aussieht, wie ich mir das vorstelle. Weil, ja, es soll halt ein sehr flaches Dach sein, aber ich habe ein bisschen Sorge, dass der Effekt irgendwie am Ende nicht ganz so gut aussieht. Aber mal gucken. Mal gucken. So. Jetzt nur die letzten 64 und dann haben wir es endgültig geschafft, Leute. So und noch eine nach unten, 35 haben wir noch. Das reicht jetzt nicht für die ganze Linie, aber wir müssen uns dann. Ich, ich, soll ich das abzählen, Leute? Ich habe ein bisschen Angst so. Ach komm, nee, da zähle ich nicht ab. Das schaffe ich, das schaffe ich. Ich bin doch schon ein großer Junge. So, Leute, dann hauen wir das jetzt hier mal so rein und wir kriegen raus 28. Ja. So jetzt, das reicht. 32 habe ich. Wenn das nicht reicht, dann äh, ja keine Ahnung. Das reicht auf jeden Fall, Leute. Das reicht auf jeden 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 Fall. Ja, yeah, es reicht und es sind sechs Stück übrig geblieben. Das war gut ge geschätzt, Daniel. Sehr gut. Kriegst einen Lutscher. Ja. So, das Ding bauen wir wieder ab und dann gucken wir uns das ganze Prozedere mal von oben an, weil ich glaube, das wird jetzt auch noch mal ein cooler. Upsala. Ups. Wird auch noch mal ein cooler Anblick werden. So sieht das Ganze jetzt aus und ja, es gefällt mir mega, mega gut. So, die Frage ist jetzt aber noch, die ich mir stelle, wie machen wir das hier mit der Verbindung? Da muss ich mir auf jeden Fall nochmal die Vorlage anschauen, weil entweder ist das hier gerade abgeschnitten oder das Dach geht mit diesem Dach über. Dadurch würde aber hier dieses Dach vom Profil oder von der Aufteilung her verändert. Wisst ihr was ich meine? Das ist jetzt hier die Frage. Ich weiß es noch nicht genau, Leute. Ist aber auch nicht so wichtig, dass ich das jetzt direkt herausfinde, weil wir haben ja noch ein bisschen Zeit, zumindest in dieser Staffel jetzt noch. Und äh, ja, bis zum Ende der Staffel werde ich mir da auf jeden Fall was überlegt haben. So, gehen wir jetzt mal weiter. Wir brauchen jetzt, glaube ich, nur noch Treppen, oder? Lol. Wenn wir jetzt nur noch Treppen brauchen, alles klar, Leute. Wir brauchen nur noch Treppen. Dann gehe ich mir noch mal schnell welche holen, weil ja, macht Sinn. Und ich muss ganz dringend mal diese ganzen Tiere hier abbauen. Oder töten besser gesagt, weil ich glaube, die machen die Map auch so ein bisschen instabiler. Und wir haben überall welche rumfliegen, weil ich damals nicht so wirklich äh, ordentlich mit denen umgegangen bin. So, vier Stecken. Ob das reicht, seht ihr, wenn das Licht angeht. So, dann einmal hier zur Seite. Und mein Handy klingelt gerade im Hintergrund, falls ihr das also hört. Ich gehe aber nicht ran, weil ihr wichtiger seid, Leute. Ja, hättet ihr jetzt nicht gedacht, ne? Einmal Zeitung, Kehrer, Ahoi. So, traumhaft. Und dann würde ich sagen... So, einmal hier lang. Aber ich mache das ohne Animagus, geht schneller. Und da machen wir das Dach jetzt noch fertig. Und hier, das meine ich, Leute. Ich bräuchte eigentlich mal wieder ein Diamantschwert. Diese Dinger sind übel nervig. Vor allem, weil sie auch noch so viel Leben haben. Da braucht man Diamantschwellen und muss trotzdem mehrfach draufklatschen. Das ist nicht so einfach. So, die Linie haben wir fertig. Dann gehen wir schnell wieder da hinten hin. Ja, aber das reicht auf jeden Fall, Leute. Wir werden beide Dächer heute fertig bekommen. Wie geil ist das denn bitte? Weil du, letzte Woche stand ich da noch und habe gesagt, so ja, scheiße, wir kriegen das Dach nicht fertig. Und äh, jetzt haben wir es in einer Folge mit beiden Dächern geschafft. Also, diese eine Speedfolge war definitiv sinnvoll. Auch wenn vielleicht manche gesagt haben oder sagen werden, das weiß ich natürlich noch nicht, dass es nicht so cool war. Aber mir persönlich war es auch wichtig, weil ich dann auch einfach mal ein bisschen freier quatschen konnte. Und ich glaube, man hat einen Unterschied gemerkt. Wenn ich freier quatschen kann oder einfache Aufgaben habe, dann komme ich auch ein bisschen mehr in die Potte und laber nicht so viel Random Stuff. Aber Random Stuff labern ist ja eigentlich auch nicht verkehrt, ne? Ist so ungezwungen dann irgendwie. Ja. Hm. Ich diskutiere wieder mit mir selber, merkt ihr das? So, jetzt müssen wir so und so und ja, wunderbar, aber jetzt brauche ich den Animagus. So, in der Hoffnung, dass wir jetzt mit den Steinen auskommen. Und dass ich die Verbindung jedes Mal schaffe, weil das ist ja die nächste Schwierigkeit hier. Aber sieht gut aus. Und da habe ich den ersten Fehler gemacht. Sehr gut, Daniel. So. 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 Nein, Daniel, das war nicht richtig. Das würde sich nicht verbinden. Nein, das üben wir nochmal. So, dann von der Seite. Und jetzt gleich haben wir es geschafft. Da müssen wir gar nicht mehr so Übergänge machen. Mich nervt das immer sehr. So, jetzt noch einmal hier lang. Und dann haben wir es. Und es reicht tatsächlich, Leute. Es reicht tatsächlich. Wie geil ist das denn? Wie geil ist das denn bitte? Es ist so wundervoll, dass ich ein Liedchen singe für meine Zuschauer. La 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 la. La 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 la. Ach, da müssen wir auch noch. Scheiße, okay, ich darf noch gar nicht singen, Leute. Tut mir leid. Tut mir leid, Leute. So, wir müssen nämlich... Echt? Müssen wir das auch noch? Warte, das überprüfe ich erst auf der anderen Seite. Nö, das ist eine Lüge. Das ist eine Lüge, das müssen wir nämlich gar nicht. Ja, Spiel. Ja, wolltest du mich reinlegen, ne? Hast du gedacht, ich falle da jetzt drauf rein und ziehe da auch noch eine Linie, ne? Hast aber deine Rechnung nicht mit Ducky-LP gemacht, du Scheiß-Treppe. Ja, das war eine böse Treppe. So Leute, wir haben beide Dächer fertig gebaut. Und ich muss sagen, es freut mich mega, weil Dächer bauen ist nicht immer die äh, entspannteste Aufgabe. Aber wir haben es geschafft. Da ist das Dach fertig, da ist das Dach fertig. Und ähm, ja, dann würde ich sagen, Leute, belassen wir es doch erstmal dabei, weil ja, das waren so die beiden Aufgaben, die ich unbedingt in dieser Folge schaffen wollte. Und das Thema habe ich eigentlich auch angesprochen, worauf ich auch schon sehr gespannt bin, was ihr da so zu so sagen werdet. Und ja, macht das auf jeden Fall, Leute, weil ich glaube, dieser League wird einige von euch interessieren. Und wer jetzt nicht genau weiß, was für ein League eigentlich, Mann, Daniel, was laberst du denn da schon wieder? Äh, ja, sorry, Leute, dass ihr ein bisschen zu spät seid. Äh, ich guck mal, ob ich den Link noch irgendwo finde, aber wenn, dann werde ich nur den Link posten, äh, aber niemals das Video hochladen, weil das würde ich euch auch nicht raten. Äh, sonst ist euer Kanal oder da, wo ihr das dann hochgeladen habt, für immer tot. Ja, in diesem Sinne, Leute, wünsche ich euch allen einen wunderschönen Tag, macht was draus und bis zum nächsten Mal, hier bei Let's Build Hogwarts. Tschüss!